Wunderschönen guten Tag. Fußballmanager 17 steht an. Wir haben die dritte Folge und wir haben schon ordentlich auf den Sack bekommen. 5-1, erster Spieltag, war jetzt durchaus verbesserungswürdig. Haben also noch eine Rechnung offen. Es steht an, das Spiel gegen Wuppertaler SV zu Hause, also hoffen wir wenigstens auf volles Haus. Gerade gucken, gesegelt haben wir schon. Jugendmannschaft, ich muss unbedingt mal den ganzen Talenten hier Trainingsziele geben. Ein oder zwei habe ich das schon gemacht, aber noch nicht viel. Und da ist auch die Frage, mache ich das hier so nebenher oder mache ich das irgendwann mal, wenn die Aufnahme nicht läuft. Jetzt bin ich gerade dabei und kann das einfach mal so tätigen. Hier, die nächsten 10er sollen mal alle voll gemacht werden. Ja, was steht noch an? Ich hätte gerne eigentlich einen Kooperationsvertrag, aber wir haben es letztes Mal schon geschaut und ich will eigentlich keiner als Kooperationspartner haben. Warum auch? Die meisten Vereine, die das nötig hätten oder denen das Sinn macht, die haben ihre zweiten Mannschaften eben genau da spielen, wo wir spielen, in der Regionalliga. Und die, die da keine Mannschaften haben, die können sich das eh nicht leisten, irgendwie Spieler abzugeben, wollen das nicht, was auch immer. Zumindest auch Leute aus der dritten Liga habe ich mal alle angefragt gehabt, den MSV Duisburg, wenn ich mich da noch recht erinnere. Und selbst der hatte keine Lust. Also, wer, wenn nicht Duisburg? Ich meine, wir können jetzt mal gucken hier, dritte Liga nochmal. Kleinere Vereine bitte. Nee, größere Vereine, logischerweise. Die sind ja größer als wir. Nehmen wir mal den... so ein Mittelfeldverein, auch Rostock. Rostock ist doch hier auch Tradition. Wenn wir da sagen, die spielen 100% durch bei uns, juckt die überhaupt nicht. Die dürfen auch nicht gegen die im Pokal spielen. Und zack, ja, kommt hier nichts bei rum. Und wenn wir jetzt noch sagen würden, die Hunter Rostock soll was zahlen, ja, zeigen die uns einen Piepmatz. Freundschaftsspiele juckt sie auch nicht. Egal, wir machen einfach mal hier. Angebot unterbreiten, vielleicht klappt es ja. Warten wir mal ein paar Tage ab. Was jetzt allerdings viel, viel wichtiger ist und nicht ein paar Tage warten kann, ist die Sache mit diesem Fußballspiel. Da müssen wir unbedingt sehen, dass wir jetzt ein paar Punkte holen. Ich glaube, sinnvollerweise wäre es eigentlich intelligenter, nach einem Spiel eine Folge zu beenden und dann die Woche durchzuspielen. Habe ich jetzt beim letzten Mal anders gemacht. Ich überbrücke das einfach mal mit ein bisschen Schweigen, damit wir genug Zeit haben, um diese Folge als Folge zu verkaufen und nicht als 2-Minuten-Gag. Ah, das reicht bestimmt. Okay, wir werden hier einfach alles in die Länge ziehen jetzt. Alles wird in die Länge gezogen. Wie bei McDonald's, da wird Cola mit Wasser gepuncht und bei Becks wird das Bier mit Wasser gepuncht und bei Selters das Wasser mit Bier und ach, überall wird beschummelt. David Loretta, der hatte eigentlich eine ganz gute Stärke, den haben wir aber auf die Tribüne verbannt, weil wir hier noch einen 22-jährigen 51er haben, nämlich den Batterillo. Und ich habe noch ein paar Leute ausgewechselt, die jetzt hier spielen. Witzigerweise, wollte ich gerade mal gucken noch, der Peter 87 hat hier den armen Karic, den hat er ein Spielerbild verpasst, weil er selbst mit Rot-Weiß Erfurt angefangen hat. Vielen Dank dafür, vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Menschen, Personen, die für meine eigenen Spieler, den SC Wiedenbrück, Spielerbilder machen können. Ich habe mich auch mal rangesetzt, die Vorlagen sind echt bescheiden, also liebe Amateurclubs, mach doch mal so tolle Seiten mit so tollen Vorlagen und sowas, damit man das auch nutzen kann. Ist doch nicht nur für euch, ihr seid doch, ja, muss doch Vorbild sein, ihr seid doch öffentliche Vereine, da muss man doch mal vernünftige Fotos hinkriegen von seinen Menschen, die da spielen. Na, wie dem auch sei, wir werden jetzt gleich hier starten in Spiel Nummer 2. Apropos, mir ist aufgefallen hier, falls ihr es gesehen habt in der Kürze der Zeit, die Eintrittskarten passen bei mir nicht so ganz. Man sieht hier irgendwie nichts. Also da ist weiß auf weiß bei Regionalliga West. Bisschen ungeschickt, Jungs von FM-Zocker.
Da müssen wir vielleicht noch mal gucken. Fakten zum Spiel hier. Stärkemäßig sind wir gleich auf. 600 und 601. Wir sind zu Hause, könnte also passen. Form, ja. Die ist bei uns natürlich richtig, richtig am Boden. Und Wuppertal hingegen, die sind offensichtlich ganz gut gestartet. Haben hier 5 Sterne bisher. Super. 6. Platz haben die. Wir haben den 18. Platz. Auf dem Papier, nach der Tabelle zu urteilen, klare Sache für Wuppertal. Stärkemäßig sind wir gleich auf. Wir spielen aber zu Hause mit 1400 Leuten. Bei weitem also nicht ausverkauftes Stadion. Ich sag mal so, ich habe hier Hoffnung, dass da was geht. Die Topspiele. Köln 2 gegen Rot-Weiß Essen. Gladbach 2 gegen Aachen und Oberhausen gegen Werl. Wir haben alle, wie gesagt, noch nicht gegeneinander gespielt. Müssen wir beobachten im Rückspiel, wie das dann aussieht. Die Topspiele, da sind wir weit von entfernt. Aber bei uns wird es trotzdem spannend. Wir werden einfach zusehen, dass wir über den Kampf da reingehen. Meine Fitness ist auch unter aller Sau. Vielleicht muss ich dem Trainer da doch noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen. Da ist ja schwierig, schwierig. Na gut. Wir werden noch kurz beim Segeln vorbeischauen. Ich frage mich auch immer, wie man das macht an einem Tag. Gleichzeitig Segeln machen und Fußball trainieren. Egal. Spiel starten bitte, meine Freunde. Textmodus, logischerweise. Und denke mal, der Sieg ist zwar heute möglich, aber ich hoffe doch mal, dass wir einfach zumindest ein Remis schaffen und dann auch hier ein paar von diesen witzigen Ansprachepunkten bekommen. Remis schaffen wir und wir starten ins Spiel. Pünktlich wird hier angepfiffen. Erster Heimauftritt von Wiedenbrück. Referee Danny Schmettke hat die Partie freigegeben. Und wir sind heute, genau, wir sind defensiver ausgerichtet. Ich habe links außen und rechts außen nach hinten gezogen, weil das war mir, puh, die waren da, haben ja Tür und Tor aufgemacht. Erste Aktion von Wuppertal, aber Pascal Bieler kann auf der linken Außenbahn mit dem Platz nichts anfangen. Und jetzt starten wir auch in der 15. Minute mit einer ersten Ecke von Daniel Latkowski. Die wird zunächst herausgeköpft, aber Oliver Zech ist da. Der dreht sich und da trifft er den Außenpfosten. Eieiei, da wäre doch mal jetzt hier die Führung da gewesen. Fast. Oliver. Eieiei. Aber so kann es da weitergehen hier. Erste Chance und die war ganz ordentlich. Zweite, Gökhan Lesici mit einem Freistoß aus der linken Seite. Ja, da müssen wir vielleicht mit dem Lesic nochmal Freistöße üben. Generell ist ja das Training noch ausbaufähig, haben wir eben festgestellt. Und hier kommt die Ecke von Kevin Pitlick. Und wir können aber klären hier. Für eine weitere Ecke. Und die kommt wieder von Pitlick. Der wird sie diesmal scharf treten und die kommt rein. Ein Bänke geköpft aus 10 Metern in die dritte Etage. Gar kein Problem, gar keine Gefahr, die da aufkommt. Da haben wir Glück. Ich hätte jetzt gerne mal, dass sie sich ein bisschen nach vorne bewegen, die Guten hier. Und da kommt auch gleich der Angriff über Daniel Latkowski. Der kann sich gegen Pitlick durchsetzen und schießt auf die kurze Ecke. Torwart Sebastian Wickel ist im rechten Eck und kann sicher halten. Zweite Chance also und auch nicht so schlecht. Können wir drauf aufbauen. Die Chance zum Konter aber jetzt für Wuppertal. Der letzte Pass von Daniel Grebe ist aber ein Tick zu weit. Und Marcel Hölscher ist da. Er kriegt den Ball und kann jetzt selbst wieder einen Spielzug aufbauen. Über Daniel Grebe, aber der verliert da im Strafraum gegen Pierre Merkel. Und der spielt ihn weiter zu Julian Lohse. Der umkurvt auch noch Bänke. Flachschuss in die Ecke und auch Torwart Wickel sieht nicht wirklich gut aus. Ja, sehr schön. 1:0. Das macht ja hier direkt einen Sprung in der Tabelle. Von 18 auf 11 wäre das. Julian Lohse, 1:0. Führung, super. Und wir legen nach. Der Flankenwechsel von Julian Lohse aus dem rechten Halbfeld landet bei Rogowski. Und der von Nasch Duschke schießt aus 18 Metern aber rechts vorbei. Ja, Rogowski hat auch einiges gut zu machen. Hatte eine 6,0 da im letzten Spiel bei dem 5:1. Der muss jetzt mal zusehen. Oh, jetzt wird hier auch noch Pierre Merkel absichtlich umgetreten. Der Schiedsrichter ist da sehr, 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 sehr gnädig und gibt nur die gelbe Karte. Aus der
Aktion heraus. Kommt hier eine Flanke von rechts jetzt. Merkel setzt sich dadurch gegen Duschke und er köpft aber über die Latte. Merkel wird hier gerade zum Aktivposten, habe ich das Gefühl. Hat ein bisschen Aufwind. Ja, und hinten stehen wir eigentlich ganz sicher. Die Wuppertaler haben hier zwar noch eine kleine Chance, aber gar nichts, was bemerkenswert wäre. Erste Halbzeit können wir so akzeptieren, nehmen wir mit. Notentechnik haben wir hier aber noch Verbesserungsbedarf bei dem einen oder anderen. Deshalb würde ich sagen, das sieht doch gut aus. Sehr gut sieht es aus. Wunderbar. Massieren kann der Kollege hier. Und währenddessen schauen wir uns auf der linken Seite hier die Fitnesswerte mal an. Die sind echt schlecht. Fitness holen die Spieler aber glücklicherweise auch über Spiele wieder rein. Und wir hoffen, dass es jetzt hier nicht ewig dauert, dass die Jungs halbwegs an Fitnesszustand gewinnen können. Zweite Halbzeit geht los, angepfiffen vom Danny Schmett hier. Und der ist bekannt für mutige Entscheidungen. Bisher war es nicht so mutig hier, gelbe Karte statt der roten zu geben. Zweite gelbe Karte im Spiel ist Pierre Merkel. Der bringt da seinen Gegenspieler einfach zu Boden. Carsten Strickmann von uns geht gegen Daniel Grebe ganz einfach an ihm vorbei mit dem Übersteiger. Schön gemacht, aber auch ziemlich nutzlos. Chance für Wuppertal. Die Fans kommen jetzt auch ein bisschen hier an. Manno auf Bodenröder und der macht fast alles richtig. Schießt da drauf, aber da fehlt die Präzision und schießt am Tor vorbei. RSC Wiedenbrück jetzt mit einer Großchance. Daniel Latkowski nutzt da vom Dutschke den Stellungsfehler und er kommt zum Schuss. Torwart Wickel kann abwehren, aber der Nachschuss von Pierre Merkel sitzt. Der ist einfach da. Da ist der Ball im Netz. Zappelt drin. 2:0 Pierre Merkel. Danke Merkel. So kann es doch weitergehen. Jetzt können wir auch mal auswechseln. 60. Minute steht bevor. Und da geben wir doch mal hier ein paar Leuten Chance. Pierre Merkel hat es gut gemacht, aber mit einer gelben Karte und auch nicht so einer geilen Fitness. Schicken wir den mal raus. Armer Katric kann hier im Mittelfeld mal ein bisschen zulegen. Latkowski darf da sich voll darf den Platz verlassen. Und wer ist hier noch am Start? Und nicht so gut. Der Likisic, stimmt, den haben wir eben da mal gelesen. Hat nicht getaugt. Dann kommt unser Jungspund Stejanovic mal ran. Ist die Frage, ob wir nach vorne ziehen. Auf der anderen Seite läuft doch gut. Läuft doch gut hier mit der Aufstellung. Gerade hier in dem Spiel. Lassen wir so. Drei Leute auswechseln. Zack, zack. Und ja, wie wir hier sehen können, witzigerweise direkt nach dem Tor hat die Partie deutlich an Tempo verloren. Macht uns aber auch nichts. Wir brauchen jetzt hier nicht uns die Lunge aus dem Leib rennen und die Pferde da hoch und runter den Acker bearbeiten. Wir sind total zufrieden mit dem Ergebnis. Abseitsfalle ist mir ein bisschen riskant. Lieber mal abstellen. Und jetzt hier nichts anbrennen lassen. Wenn wir ein Gegentor kassieren, dann wird es nochmal spannend. Aber halten wir die Leute erstmal vom Tor weg. Katric hier mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung. Aber der Freistoß war nix. Konzentration bitte. Wird gefordert und Danny Schmidt gemacht hier eigentlich eine tadellose Leistung. Habe ich nicht so gesehen, würde ich sagen, weil hier die rote Karte, die er nicht gegeben hat, sondern eine gelbe, das war für uns natürlich nicht so super. Damit ist jetzt ja auch der dritte Wechsel bei Wuppertal, glaube ich, über die Wupper gegangen. Dürfen auch nicht mehr sich entscheiden, jemand anderen zu bringen. Armer Katric allerdings entscheidet sich hier im Mittelfeld in den Zweikampf zu gehen und ja, gibt aber Stürmerfoul. Hat er nicht so clever gemacht. Entscheidung war nicht so gut. David Leikauf zupft hier Julian Lohse jetzt auch am Trikot. Also es wird rauer. Irgendwie gibt es keine klaren Aktionen mehr. Dafür mehr Foulspiele links und rechts. Auch nichts Böses. Aber jetzt Ehrgeiz Aigodumus. Muss im 16er gegen Twierdi durch, legt zurück auf Leikauf, aber Marcel Hölscher kann den Ball aufnehmen. Sechs Minuten noch. Geht drauf, Jungs.
bringt das jetzt nach Hause. 6 Minuten werden wir ja wohl schaffen, keine 2 Buden zu kassieren. Daniel Grebe, was ist los mit dir, mein Freund? Kann er ja gerne machen, da rumliegen. Dann Julian Lohn. Manchmal Deutsch, Sprach, Zunge kaputt. Kurz vorm Ende nochmal über Stojanovic, hier einen Millimeter genauen Pass zu Katric, der zielt die Ecke an, aber Sebastian Wickel hält. Schade drum, es wären genau die beiden gewesen, oder 2 von 3, die ich eingewechselt habe. Wäre natürlich noch ein guter Schlusspunkt gewesen hier auf meine Managerseele, ne? Da jemanden einzuwechseln, die das Tor machen. Aber auch so, wunderbar, 2:0. Robin Schwirdi hat hinten gut sauber gehalten, hat hier sich eine 1,5 verdient. Optimal. Vorne Pierre Merkel eigentlich für mich so der Mann des Spiels. Hätte ich jetzt gedacht, der geht mehr als eine 3,5. Immerhin ein Tor vorbereitet, eins gemacht. Unnötigere gelbe Karte, aber super. Kann man mitnehmen fürs nächste Spiel. Armer Katric kam leider nicht so zum Zuge mit einer 5,0. Der ist noch im letzten Spiel hängen geblieben, hat man das Gefühl. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Bonn gegen Aalen, 3:1 gewinnt da Bonn. Klettert hier auf den 2. Platz. Was ist denn mit Gladbach 2? Die sind Erster, das heißt, die haben hier ordentlich was vorgelegt. Ja, mit dem 2:0 gegen Aalen. Viktoria Köln, höchster Sieg hier am Spieltag gegen Spockhövel. Und ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Dortmund nur 2:2 gegen Sportspanne Siegen. Ich glaube, da haben die sich auch mehr erhofft. Köln 2 gegen Essen 0:0. Rot-Weiß Oberhausen gegen SC Werl 2:1 für Oberhausen. Wie sieht es jetzt hier aus? Am letzten Platz tummeln sich in Anführungszeichen gleich mehrere Spiele, Mannschaften. Und zwar Aachen, Schalke 2, Rot-Weiß Aalen und Sprockhövel haben alle noch 0 Punkte. Da sind wir zum Glück aus dem Schneider und konnten zumindest 3 holen. Sind hier jetzt mit Platz 11 schon fast beim Saisonziel angelangt. Einstelliger Tabellenplatz wäre super. Oberes Mittelfeld irgendwo so da rum wäre optimal. Und gucken wir mal Spieltagsstatistik. Mehr als 2 Tore hat hier keiner geschafft. Einige graue Köpfe am Start und noch niemand, der das zweite Mal in der Elf des Tages ist. Schauen wir uns das demnächst mal an. Aber dafür haben wir schon einen, der... Wie geht das denn? Zweimal Spieler des Spiels? Der Ugo Dündar? Aber nicht... Kann doch nicht sein. Der Philipp Kusic ist doch Spieler des Spiels. Das ist ja Bullshit. Lieber Fußballmanager, das ist Quatsch. Oder... Ne, kann er nicht sein. Keine Ahnung, was hier los ist. Beste Spieler, wie sieht es mit der Torjägerkanone hier aus? Marcel Platschek, ja, der hat ja auch 3 Buden gegen uns geschossen und jetzt hier direkt eine Pause eingelegt. Hat er sein Pulver für uns verschossen. Hätte er auch sein lassen können. Okay. Spieltag vorbei. Und ich würde sagen, gucken wir jetzt nochmal kurz bei ein, zwei Trainingsleuten dabei. Und machen dann Ende im Gelände. Werden die neue Woche in der neuen... jetzt hier aber nochmal. Kurzes Highlight am Ende der Folge, Färöer, Slowenien oder Armenien. Ganz ehrlich, A, gucke ich nach dem Gehalt und B, nach dem Kader. Slowenien, wer ist denn da nochmal Star der Mannschaft hier? Da haben wir ein paar, der Handanovic, den kennen wir doch. Kevin Campbell, auch bekannt. Jan Oblak ebenfalls bekannt. Einige, die man hier zumindest aus ja, dem näheren Umfeld der größeren Vereine kennt. Zwei über 80 und sonst relativ viele 70er dabei. Armenien ist natürlich einer ganz, ganz bekannt und zwar der Miki aus Henrik. Henrik Mkhitaryan. Den Rest kennt man nicht. Sag mal so, nehmen wir lieber Slowenien. Da haben wir vielleicht sogar noch ein paar Chancen, hier ein paar Punkte zu holen. Ein bisschen was für die Motivation zu machen. Verhandeln bitte. Qualifikation weiß ich nicht, ob die drin ist.
Aber schaut euch doch mal an hier. Hier kommt ja richtig Kohle jetzt rein. Die können wir super gebrauchen. 1,5 Millionen haben wir hier fast. Jetzt mal nur zum Vergleich. Was kriegen wir hier raus? Ah, okay. Da kommen wir noch nicht mal annähernd an die Millionen dran. Und hier logischerweise auch nicht. Ja, dann ist doch klar. Hallo Slowenien, guten Tag. Ich bin der neue Mann hier. Das Geld können wir super gebrauchen für unseren Verein, wenn ein, zwei Gehaltschecks da reinflattern. Und unsere Ansprache hat geklappt. Mannschaft der Woche ist sogar jemand drin gewesen, nämlich der Julian Lohse. Auch wenn ich gedacht hätte, dass unser Star-Verteidiger mit dabei wäre, der Robin Fierdi, der es super gemacht hat. Aber offensichtlich waren die anderen Verteidiger noch besser. Macht aber nichts. Der wird sich da nicht von beeinflussen lassen und wird einfach weiter so machen. Da bin ich mir sicher. Julian Lohse, dem können wir da jetzt hier was bestimmt sagen. Kann man nicht mal sagen, tolles Spiel. Na gut, dann halt gut trainiert. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal dabei seid. Ich mache hier noch ein paar Gespräche. Freue mich, dass ich einen Nationaltrainervertrag jetzt schon bekommen habe. Deutschland wäre natürlich irgendwie Zielsetzung. Aber Slowenien, ich glaube, da können wir was reißen. Ich glaube, nächste Woche schauen wir uns mal an, oder nächste Folge schauen wir uns mal an, was da so gehen könnte, was die Gruppenphase so ansagt. Armer Katric. Oh, ich habe irgendwie, habe mich verguckt, der ist doch bei uns. Also wir haben einen Spieler mit Spielerbild, danke an Peter. Möchte unbedingt spielen, werden wir uns auf die Fahne schreiben. Und hier können wir noch sagen, gib im Training bitte alles. Julian Wolf möchte sich total verbessern, dann soll er doch einfach mal beim Kopfball sich verbessern. Da hat er doch eine gute Aufgabe. Sponsorverträge, Coca-Cola, noch eine Bande, kriegen wir auch noch verkauft. Boah, ist ja noch richtig Action hier. Fast 6.000 Euro nehmen wir mit. Sonst keine Sachen. Okay. Einiges, was hier grün und rot ist. Und wir haben spielfreies Wochenende. Dann nehmen wir das doch mal wahr, um ein Freundschaftsspiel zu machen, um da nochmal Form irgendwie zu holen. Und auch ein bisschen Fitness logischerweise. Haben wir jetzt auch schon angesprochen, dass Fitness auch, nicht nur, aber auch über Spiele kommt. Unterklassiger Verein, ich will ja natürlich gewinnen. Aber wir müssen jetzt hier nicht den allerschlimmsten, schlechtesten nehmen. Wir wollen ja auch ein bisschen was an Gegenwehr haben. Dann nehmen wir Eintracht Nordhorn. Die nehmen wir mit hier. Soll doch mal kommen. Hallo sagen, einen auf die Mütze kriegen hoffentlich. Und ja, das Freundschaftsspiel nehmen wir nächste Folge mit. Auch denn das, ja, oh, was denn hier? Warum haben wir denn hier zwei hintereinander? Heieiei, da kommt ja einiges auf uns zu. DFL-Pokal Nord und gleich am nächsten Tag Regionalliga West. Da ist ja einer auf eine sehr, sehr gute Idee gekommen hier mit dem Kalender. Ja, klasse, vielen Dank. Einmal noch kurz üben mit dem Segeln und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken. Gebt doch mal Feedback, falls ihr irgendwas euch wünscht, falls irgendwas nicht so läuft, wie ihr es euch vorstellt oder falls ihr Ideen habt. Ich suche immer noch eine Idee übrigens für diese Fanartikel. Wie kaufe ich Fanartikel? Bitte helft mir. Irgendwo wurden die gekauft, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die nachkaufe, wenn die mal leer sind. Naja, auf jeden Fall, vielleicht brauche ich das gar nicht, kann ja sein. Tschüss, jetzt ist mal Ende im Gelände hier. Auf Wiedersehen.